Ja, hallo, und da sind wir auch schon dabei. Open Transport Tycoon. Ich hoffe, ihr habt den Fahrplanwechsel am Wochenende gut überstanden. Mein Zug heimwärts fährt jetzt komischerweise eine Minute später, aber in die andere Richtung natürlich nicht. Das finde ich sehr merkwürdig. Und wir waren hier stehen geblieben bei, weiß ich auch nicht mehr. Mal gucken, was wir jetzt hier machen als nächstes. Ja, wir könnten hier... Ach, ich sehe schon was Gutes hier. Das machen wir auf jeden Fall. Hier seht ihr zwei Erzminen. Hier unten sind zwei Stahlwerke. Die werden wir miteinander verbinden. Das sollten wir auf jeden Fall hier machen. Wenn ich jetzt hier ein Vierergleis baue, dann ist das besser abgedeckt. Das mache ich ausnahmsweise mal. Sonst mache ich das eigentlich nie. Und dort unten bauen wir dann ein Vierergleis, damit wir dort auch die Vorleistung haben für den Passagiertransport. Ist sicher nicht verkehrt, finde ich. So, das bauen wir jetzt ganz klassisch hier an. So, hier genauso. Hier müssen wir dann ihn runter machen. Also im Sinne von absenken natürlich. Achso, jetzt haben wir dort keinen Platz für das Depot. Ist auch nicht schlecht. Was rechts gilt wieder nicht. Jetzt vielleicht? Ja, sehr gut. So, wir werden jetzt hier so eine Schlange bauen zwischen Ingolsmünster und Offenheim. Ich hoffe mal, das geht sich... Ne, einen Tunnel wollte ich jetzt nicht bauen. Ich hoffe mal, das geht sich aus hier. Unser Plan, wie wir es bauen wollen. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir da drüber kommen. Wir bauen aber erstmal hier oben weiter. Ach, das war wieder so hart daneben. So und... So, und jetzt war ich schon wieder ein bisschen zu weit. Ich wollte eigentlich jetzt hier das Land etwas absenken und dann hier so rüber bauen. Neues Kraftwerk wird gebaut, da könnt ihr euch freuen. Und jetzt wollte ich nämlich hier... Passt das? Es muss passen, sag ich mal so, wie es ist. Jetzt bauen wir einfach ganz frei hier so runter. Hier irgendwie kommen wir dann hoch. Nee, das wollen wir nicht. So. Ich muss leider mal hier die Bäume wegreißen, damit ich was sehe. Das war schon wieder verkehrt. So, und jetzt hier hoch. Und dann dort irgendwie schräg rüber hier auf dieser Rampe. Und dann dürfte das passen. Hier ein Stück hoch. Hier nochmal die Bäume wegruppen. Dort raus, wo wir dann uns runterbauen können. Genau, das wird sich hier ausgehen, hoffe ich mal. Indem wir jetzt ganz... Oh, jetzt wird es ein bisschen schwer. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier mal so eine kleine Rampe bauen. Ja, neues Eisenerzwerk wird gebaut. Ich glaube, das wird jetzt hier nicht ganz... passen. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wie gesagt, wenn wir später dann noch mehr Geld haben, können wir das dann hier nach Belieben umbauen. Aber im Moment muss diese einfache Variante erstmal reichen hier. Schnell noch die Signale platziert. So, einfach mal hier rüber gezogen. Das war ja im
Vorgänger ganz anders im Vorbild, sag ich mal. Da musste man ja jedes Signal einzeln setzen, was dann teilweise in sehr starker Arbeit ausgeartet ist, könnte man sagen, wenn man das möchte. So dass dieses Tool ganz interessant ist. Man kann das auch individuell einstellen. Ich habe das jetzt aller zwei Felder in Signal. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Abstand. Jedes Feld, ein Signal macht gar keinen Sinn. Sage ich einfach mal so frei raus. Das ist einfach so. Blocksignal hierher und Blocksignal und Blocksignal. Und so. Und jetzt dort entlang. Hatte ich hier auf der Diagonalen schon die Signale? Nee, ich glaube nicht. Da bauen wir die einfach nochmal neu und das war's auch schon. So schnell geht das. Jetzt bauen wir noch die Züge hier rein. Subventionsangebot, ja, da kommen wir später zurück. Ach, reicht die Kohle wieder nicht. Die Kohle reicht wieder nicht für einen Eisenerzzug. Tolles Wortspiel, nicht? Jetzt aber, wir müssten uns nochmal ein kleines Darlehen jetzt aufnehmen. Was aber nicht weiter stören dürfte. Und jetzt kopieren wir den Zug einfach. Und da fehlen mir 82.000. Jetzt nicht mehr und schicken das jetzt auf die Reise. Irgendwann später können wir dann hier den Stahl, der hier produziert wird, auch hier an diese Fabrik liefern. Dann hätten wir gleich hier so eine kleine übergreifende Strecke. Was sicher ganz witzig ist. So, jetzt wollten wir diese Subvention uns holen. Ah, es ist so weit. Nee, das mache ich nicht. Am Anfang müssen wir uns erstmal ein bisschen zurücknehmen. Und schauen, wie wir hier kommen. Also das werden wir, denke ich, auf jeden Fall machen. Das hier anzuketteln. Wir können auch mal... Querfurt nach Querhorst. Ja, da hat sich ein Horst gefunden, auf jeden Fall. Wo waren wir jetzt hier? Finden wir eine Stadt, die wir hier unten anbinden können? Ne, scheinbar noch nicht. Ja, okay. Wo können wir noch was bauen? Dort haben wir Öl. Ich glaube, Öl ist auch nicht so der Burner, sozusagen. Ich würde lieber noch mal was mit Kohle machen. Was ist denn das hier? Ist das meine Strecke? Ne, ist das der Gegner. Ach, dem ist schon ein Flughafen gebaut, Wahnsinn. Das denen überhaupt was? Na, die machen trotzdem Minus. Mellstadt nach Oberstadt, also das sollten wir auf jeden Fall uns holen. Finde ich jedenfalls. Ja. Es ist auch immer wichtig, dass man seine Stationen versucht, möglichst nah an das Stadtzentrum zu bauen. Das Stadtzentrum ist hier, wo der Name ist. Dieses Kästchen darunter sozusagen. Und da soll es einen bestimmten Berechnungsalgorithmus, sag ich mal, geben, der dann vorgibt, wie die Stadt dort wächst. Hier sind auch mehrere Städte nebeneinander. Elbdorf und Roßfurt an der Donau. Da könnte man hier eine kleine Gebirgsbuslinie bauen, sozusagen. Das werden wir auch machen. Ich vermute, dass die Gegner dann das wieder nutzen werden, um auch hier was zu bauen. Wie baut man das am besten? Nix ist mit einer Gebirgsbuslinie. Jetzt müssen wir hier einfach gucken, wie wir hier das anbinden.
Aber es ist natürlich auch gut, je mehr transportiert wird in die Städte, umso mehr schneller wachsen die dann auch. Das ist eine Raffinerie ganz am Bildrand. München ist dort und ja, soweit erstmal für den Anfang. Wir haben jetzt schon wieder 200.000 Mark, damit können wir unsere Schulden schön abbauen, damit wir später auch weniger Zinsen zahlen. Hier hätten wir sogar plus 1 Million gemacht. Das ist schon außerordentlich und ich schlage vor, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich bei euch, bis später, tschüss, auf Wiedersehen.